Servus. Servus. Wir sind die Teledudes und heute gucken wir Trailer. Von Spielen, die bald rauskommen. Die E3 ist rum. Was jetzt in dem Fall allerdings überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir jetzt gleich einen Trailer gucken, weil GTA 5 wurde auf der E3 nicht mehr angekündigt. Zumindest nicht auf dieser E3. Aber trotzdem kommt es bald raus. Und deswegen haben wir uns gesagt, gucken wir mal rein. Wir gucken noch mal rein. Ich habe unglaublich viele GTAs gespielt. Ja? Ich hab GTA 3, also ich habe GTA 1 natürlich schon gespielt, GTA 2 schon gespielt. GTA 3 war dann natürlich Wahnsinn. Dann GTA San Andreas, da habe ich einiges. Ich war nicht der Einzige, der aus Carl ein Mr. T gebaut hat wahrscheinlich. Ja? Und dann schön mit Harley durch die Beachpromenade ballern. Man muss aber, ich muss sagen, GTA, gute Spielreihe. Doch, man muss einfach sagen, hast du eins gespielt, hast du alle gespielt. Spielprinzip GTA 4 ist auch ganz dasselbe. Großartig. Okay. Ja, entschuldige. Nein, ja, das ist ein super Spiel, das ist ein wahnsinnig cooles, gar keine Frage. Da ist doch ein Sequel absolut, stopp, also anders. Wenn die Neues rausbringen, dann ist es wenigstens wirklich, da ist viel neu, da ist die Grafik neu, die Dings neu, die Engine neu, was auch immer. Die bauen das alles neu und das Einzige, was mich ein bisschen stört an allen GTAs, ist die Art und Weise, wie die Geschichten erzählen. Die sind nämlich immer sehr gerade so das Ende. Da denkt man sich oft und das ist schwierig. Das können sie nicht so gut. Also das haben sie bei Red Dead Redemption besser gemacht. Aber sei es drum. Also, weißt du, hast du eins gespielt. Nein, ich hab ein paar gespielt. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche. Ach. Ja. Ich habe ein paar gespielt. Ich weiß nicht, welche. Das letzte habe ich gespielt. GTA 4. Ja. Und ich glaube, das zweite. Wie das von oben? Wie von oben? Na, GTA 1 und 2 waren von oben auf die Karren drauf. Nee, dann nicht. Dann hast du das dritte und das vierte. War das dritte von normal nicht? Wir gucken mal in den Trailer. Ist ja auch hier. Man bleibt eh immer dabei hängen, dass man irgendwann alles rausfordert und sich irgendwo verbunkert und alles abballert. Also ich finde es immer großartig, wie die Trailer basteln. Ne? Auch zu Red Dead Redemption, die waren schon großartig. Das hat Rockstar echt verstanden, Spiele-Trailer zu basteln, die einen dermaßen geil auf ein Spiel machen, wo man sich denkt, ja, ich will spielen jetzt sofort. Ich meine, das ist eine krasse Welt. Vielleicht kann man... Und das ist nämlich, glaube ich, der Vogel aus dem Vierer, der immer auf Steroiden da war. Wie heißt denn der? Schnibbi, der war krass. Knibbi Billy. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich auch nicht. Aber der war geil, der hat dann immer angerufen, das war Barney. Dann bist du mit irgendeinem Hubschrauber oder irgendwelchen Frauen dann irgendwo hingeflogen. Hast du echt schon mal. Den Vogel kenne ich auch irgendwo, der ist in so einem Mafia-Hampel. Ich dachte, also, das ist man jetzt in dem. Das heißt, er hat sich zur Ruhe gesetzt. Dort steht doch da, er hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja, aber der Typ selber, den man spielt, der taucht hier, glaube ich, nicht auf. Aha. Schau dir mal die Welt an. Wie geil ist das gemacht? Hier wird ja gemunkelt, dass man das soll der Typ sein aus dem Vierer. Aber das ist, glaube ich, Quatsch. Genau, es wird ja gemunkelt, dass man... So eine krasse hier, das ist vielleicht Karl, man weiß es nicht genau. Und es ist großartig, dass wieder in San Andreas steht. Korrigiert mich, wenn ich Scheiß erzähle, aber es ist doch San Andreas, oder? Also ich finde es großartig, dass das ganze Ding alleine, das ist doch der Witz an GTA. Wenn die was geil gemacht haben, dann ist es so, bei denen heißt Sandbox-Spiel einfach Sandbox, weil man geht da rein und man denkt sofort, so, ich nehme hier einen Haufen, was mache ich da? Und da buddel ich ein Loch und Zeug und dann, man macht einfach Action. Man kann dem Spiel halt Zeit verbringen, ohne aktiv zu spielen eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt irgendwann... Ich kenne Leute, die haben stundenlang ferngeguckt. Ohne Scheiß, die haben sich in das scheiß Apartment gesetzt und haben dann die Comedy-Stand-Up-Kacke geguckt, die da lief, die auch oder die Sendungen, weißt du, ganze Serien da durchgeguckt. Das ist was? Der Andi zum Beispiel. Ach ja, der Andi ist auch ein Freak. Andi ist ein Freak. Grüße an dich, Andi. Aber, there's a world outside. Aber trotzdem, also allein, dass die so viel Liebe da reinstecken, so die Radiosender, es wird großartig. Ja, okay, muss ich sagen, fand ich wirklich lustig. Na, also weil der normale Sound... Ja, nee, überhaupt keine Frage. Weil es gibt einfach so viel Sound in Spielen, wo das Spiel, muss ich sagen, gut ist und der Sound geht dir so auf die Nüsse und da kannst du wenigstens auch so... Da willst du mal einen Chilling machen und Leute jetzt nur mit Molotov-Cocktails umbringen, dann kannst du ja Klassik einnehmen. Lieber, wenn es einem gefällt.
Und wenn man dann hart bremsen will, dann schaltet man halt um. Du hast gerade, also ich könnte jetzt, du kannst nämlich aus dem Auto, glaube ich, keinen Molotow-Cocktail schmeißen. Und ja, um mich einzustimmen, um die zu werfen, mache ich halt Klassik. Und dann steige ich aus, dann hört die Musik natürlich auf. Was sollen die Leute denn jetzt denken, was wir für Typen sind? Das ist cheaty. Das stimmt allerdings. In GTA wird jeder zum Terroristen. Da solltet ihr mal drüber nachdenken. Jeder, der in GTA reingeht und sagt, Auto oder sind Fußgänger, der sollte mal drüber nachdenken, ob er vielleicht eben noch weiterhin Auto fahren sollte, nicht wahr? Aus irgendeinem Grund werden wir alle in GTA zu Terroristen. Immer. Immer. Wir wollen die 5 Sterne. Wir wollen die 5 Sterne und wir wollen die Hubschrauber mit dem Raketenwerfer runterholen und wir wissen alle nicht, warum. Witzig. Wir wissen alle nicht, warum. Um einen Panzer zu klauen. Es wird bestimmt ganz lustig. Es wird total geil. Ich bin der Alex. Ich bin der Flo. Die Titel immer noch.